Abgelegen an einer vielbefahrenen Landstraße liegt dieses Haus mit Hof und einigen Feldern. Einst als mobile Sattelbörse genutzt. Im Wohnhaus großes Chaos. Die Besitzerin scheint früh verstorben zu sein, doch was passierte mit den Pferden auf dem Hof? Im Stall machten wir eine grausame Entdeckung, die uns so schnell nicht wieder aus dem Kopf gehen wird. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Ich bin heute gemeinsam mit Luca und mit Sven unterwegs und wir schauen uns hier eine alte mobile Pferdesattelbörse an. Das sieht irgendwie ein bisschen so zusammengestökert aus hier. Hier stehen Bauwagen, das Gelände ist riesengroß, kann ich euch von Anfang an jetzt schon sagen. Ob wir alles sehen werden heute, kann ich euch nicht sagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich würde sagen, bleibt einfach dran und verpasst nichts. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Ja, hier vorne kann man schon ganz gut sehen, da ist so ein Bauwagen. Hier ist ein Bauwagen und da vorne ist das Wohnhaus, beziehungsweise das Haus, was hier irgendwie ja scheinbar mit dazugehört. Wir haben hier noch so einen ganz alten Citroën, den gucken wir uns gleich auf jeden Fall auch mal ein bisschen genauer an. Aber als erstes würde ich sagen, gucken wir uns hier mal den Bauwagen an. Hui, das sieht wild aus, sage ich euch ganz ehrlich. Büromaterial. Vielleicht war das ja so, dass die Frau, die hier gearbeitet hat, wir wissen nämlich, dass es eine Frau war, dass die teilweise auch unterwegs war zu, keine Ahnung, Kunden und von hier aus dann gearbeitet hat. Das könnte natürlich auch gut sein. Und größtenteils sonst würde ich sagen, es ist ja vieles an Unterlagen da. Es ist vieles an irgendwelchen Blöcken. Guck mal hier, zwei Sammelmappen, ziemlich große. Da unten ist alles voller Quittungsrollen. Und halt dieses kleine Sofa, was wir hier sehen können. Was auch in meinen Augen ziemlich edel aussieht. Das spanische Pferd. Brigitte Milan Rütz. Also spätestens jetzt wissen wir, wo wir dran sind. Ich weiß nicht, mit Pferden kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so aus. Sind zwar super, super schöne Tiere. Ja, aber ansonsten kann ich euch da auch nicht viel zu erzählen. Und Pferde, was soll ich da groß erzählen? Wir haben jetzt auch hier wieder, guck mal, Reit- und Sprunglehre. Okay, was haben wir hier noch? Das 1x1 des Reitens, was der Kutscher noch wusste. Okay, auf jeden Fall interessant, Leute. Hier sind auch, das fällt einem immer erst auf, wenn man rausgeht. Hier sind auch ganz viele Bücher. Der richtige Hufbeschlag. Also ihr seht schon, wir haben eigentlich alles rund ums Pferd, was hier so versammelt ist in diesem Wohnwagen. Ich bin mir jetzt ein bisschen gespannt auf die nächsten Wohnwagen, beziehungsweise auf den nächsten Wohnwagen, den wir hier vorne haben. Der scheint aber tatsächlich größtenteils leer zu sein. Guck mal, da hinten scheint mal irgendwie so eine Art Regalwand gewesen zu sein. Hier haben wir dieses alte Metallregal. Finde ich ja mal ziemlich geil, so dieser Industrial Style. Dann diesen alten Teppich. Da vorne haben wir noch irgendwelche Unterlagen. März 2021. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Wir haben jetzt Januar 2022. Da fragt man sich jetzt natürlich, warum wurde das Ganze aufgegeben? Warum ist hier noch so viel Inventar? Und warum kümmert sich da keiner mehr drum? Das sind die Fragen, die wir vielleicht heute mit Hilfe der nächsten Gebäude vielleicht herausfinden können. Ich bin mal ziemlich gespannt. Wie ihr hört, hier ist eine Straße an mir. Ich hoffe mal, ich schreie nicht so dolle, weil viele von euch gesagt haben, irgendwie das Mikrofon bei den letzten Videos irgendwie ein bisschen leise. Wir checken das Ganze einfach mal ab und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal das Auto hier vorne an und gehen dann auch mal zu Sven und Luca ins Wohnhaus. So, hier vorne haben wir diesen alten Citroën. Fensterscheiben sind schon komplett raus. Aber ansonsten sieht das noch eigentlich relativ gut aus, würde ich sagen, ne? Ja gut, es ist halt so wirklich die Armatur. Armaturen sind komplett rausgekloppt. Hier vorne Tacho, da haben sie wahrscheinlich irgendwelche Elektronikbauteile geklaut. Oh, guck mal, Lenkradsperre ist eingehakt. Und da haben wir tatsächlich auch noch die, sind das hier die Fahrzeugpapiere? Ja, ist irgendwie die, das ist die Fahrzeugscheinmappe hier. Da unten scheinen auch noch irgendwie Schlüssel zu sein. Aber man sieht schon, guck mal, denn da liegen noch die Felgen. Handschuhfach wurde komplett ausgebaut. Also ich glaube, hier waren auf jeden Fall schon Autodiebe am Werk. Ja, und Polstergarnituren sind eigentlich auch größtenteils hier hinten rausgerissen. Und der Kofferraum, der wurde irgendwie, ja, entkernt. Beziehungsweise, ich glaube, beim Auto sagt man ja auch, wird ausgeschlachtet, ne? Was ist das? Guckt euch das an. Das ist ja nicht von heute auf morgen so. Also ich glaube, wenn ich das so sehe und trotzdem bedenke, dass wir da Unterlagen von 2021 gefunden haben, finde ich irgendwie, ja, ziemlich merkwürdig. Weil, ja gut, das Auto kann natürlich auch schon länger hier stehen, wenn sich keiner drum gekümmert hat. Ich weiß es nicht. Leute, die Frage ist, was ist mit dieser Dame passiert?
Was könnte da passiert sein? Ein spontaner Todesfall? Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir im Wohnhaus ja noch irgendwelche Informationen. Es scheint hier auf jeden Fall auch irgendwelche Kleintiere gegeben zu haben. Sieht nämlich aus wie so ein kleiner Hasenstall. Boah, komplett zugegammelt hier das Ganze. Oder irgendwie, nee, weiß nicht, eine Maus, die würde ja hier auch durchhuschen. Aber für Hasen würde das vielleicht ausreichend sein, würde ich mal sagen. Eieiei, was ist das denn für ein Chaos hier? Guckt euch das mal an. Das scheint auf jeden Fall, huiuiui, guckt euch das an. Das scheint irgendein Zimmer gewesen zu sein von dem Wohnhaus hier. Alte, urige Lampe wieder. Man kennt sie. Bin auf jeden Fall gespannt, was wir hier so finden werden. Also wie gesagt, das Gelände ist riesengroß. Das geht noch bis komplett da hinten weiter. Jetzt natürlich die Frage, was ist hier am interessantesten und was gucken wir uns jetzt als nächstes an? Da vorne sehe ich noch Reitställe, da vorne sehe ich den nächsten Bauwagen. Aber ich würde sagen, wir widmen uns tatsächlich erstmal dem Haus. Das scheint so das mitinteressanteste zu sein. Gerade weil es halt wirklich, es sieht aus wie so eine Messi-Wohnung, habe ich eben gerade gedacht. Es hat aber auch wieder so diesen typischen Bauernhof-Charakter hier, diesen typischen Lost Place-Bauernhof-Charakter irgendwie. Alles eingewachsen und ja, so richtig diesen Endzeit, dieses ganze Endzeit-Feeling hat man hier wieder. Das ist ja eigentlich fast auf allen Lost Places so, ja, typisch. Hier haben wir dann so einen alten Gartentisch. Und da ist schon irgendwie irgendwas zusammengebrochen. Das sieht für mich so aus wie so eine Scheune oder irgendwie sowas in der Richtung. Das scheint wirklich irgendwie wahrscheinlich mal die Vermietung oder irgendwie sowas gewesen zu sein. Ich würde sagen, das gucken wir uns einfach als erstes an. Hier vorne steht auch wieder eine Bank vor. Das sieht aus wie Schuppen bzw. Lagerraum, würde ich spontan sagen. Ich glaube, das war für Futter bzw. für Wasser. Könnte ich mir gut vorstellen. Hier, das meine ich, dieses Ding. Da ist ein Haken dann normalerweise dran und das hakt man dann zum Beispiel so ein im Zaun. Und ja, ich weiß nicht, ob da dann mal Strom drauf war oder sowas, keine Ahnung. Kann natürlich auch so ein Griff da sein, dass man nicht den Strom berührt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber hier, guckt euch das an, das ist doch tatsächlich so eine Satteldecke oder wie nennt sich das Ganze im Pferdejargon. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Das wird übers Pferd rübergeschmissen und dann kann man sich da ja draufsetzen und hier, glaube ich, auch die Füße einhaken, oder? Ja, Leute, ihr könnt mir sicherlich in den Kommentaren verbessern, weil mit Pferden, wie gesagt, kenne ich mich absolut ganz und gar nicht aus. So, ich glaube, hier könnte es tatsächlich nochmal ganz interessant werden. Hier haben wir überall diese, nennen sich die Dinger Striegel? Ja, was sind das hier, so Leinen? Das sieht aus wie so ein Gürtel. Oder, nee, das ist wirklich, das ist ein Gürtel. Ich dachte, das wäre für die Pferde so ein Gedöns irgendwie. Aber auch hier wieder alles voller Gartengeräte. So richtig typisch für Pferde habe ich jetzt noch nichts gefunden. Gut, es kann natürlich auch gut gewesen sein, dass man hier die Pferde vorbereitet hat, auf die Weide geschickt hat und alles, was mit Pferd zu tun hatte, mit Futter anmischen und so weiter und so fort, dass man das alles hier gemacht hat, in dieser Hütte. Damit man das nicht alles da draußen machen muss. Ja, ich vermute wirklich, dass das hier irgendwie genutzt wurde, um Pferde fertig zu machen oder sowas. Und halt eben als Lagerraum, als Schuppen für Fahrräder, Mülltonnen, Futter und so weiter und so fort. Ich bin gerade eigentlich auf dem Weg zu diesem roten Bauwagen. Und dann fällt mir gerade, oder sehe ich gerade aus dem Augenwinkel, hier ist einfach noch so ein Plumpsklo, Leute. Ich glaub's nicht. Das darf nicht wahr sein. Klopapier noch original eingepackt, Schrauben niederlegen. Das ist echt nicht wahr. Das habe ich schon Ewigkeit nicht mehr gesehen. Feuchttücher, guck mal, komplett eingerichtet. Kannst du sofort dein Geschäft hier verrichten. Also von hier sieht man es tatsächlich besser. Das war da tatsächlich irgendwie mal so eine Art Unterschlupf oder irgendwie sowas. Vielleicht auch sowas, wie wir hier Kinder quasi gefunden haben. Ich habe mir jetzt gerade nochmal sagen lassen, dass das hier ganz interessant sein soll. Die Dame, die hier den Hof betreut hat, beziehungsweise die hier Eigentümerin war, die hat auch verkauft, also Pferdesachen verkauft, so wie ich das am Anfang schon mal gesagt hatte. Und hier war ihr Lagerraum. Guck mal, da hinten ist so ein riesen Schlüsselkasten. Und hier liegt wirklich alles das, was man so an Reitbedarf über die Zeit und über die Jahre brauchen könnte. Wie gesagt, da seid ihr gefragt jetzt in den Kommentaren, was ist das hier alles? Ich denke mal, das sind hier irgendwelche Leinen, um irgendwie gewisse Sachen an den Pferden festzumachen. Vielleicht auch die Füße irgendwo reinzustecken. Und in diesen kleinen Boxen habe ich mir eben gerade sagen lassen, hier in den roten, in der blauen, in der grünen, in der schwarzen und so weiter und so fort, dass da tatsächlich auch noch originale Teile drin liegen, die noch nie benutzt worden sind. Wie zum Beispiel hier vorne, guckt euch das an. Hier ist einfach eine komplett nagelneue, unbenutzte Bürste drin. Das ist so traurig, wenn man das sieht, dass das verfallen gelassen wird hier
und sich keiner mehr darum kümmert. Obwohl vielleicht irgendwelche Pferde, die ja vielleicht wirklich in Not sind oder halt wirklich kein gutes Zuhause haben, den könnte man halt sowas wirklich ja, anbieten. Aber dadurch, dass man hier wahrscheinlich nicht weiß, wer der Eigentümer ist, kann man natürlich auch nicht einfach hier was mitnehmen oder einfach hier rausnehmen und für irgendwelche anderen ja, Pferdehöfe mitnehmen. Eigentlich ziemlich traurig. Guck mal hier vorne, ich habe eben gerade gesagt, das sieht irgendwie so aus wie so ein Gespann. Hast dich hier hinten draufgesetzt, da vorne wurde das Pferd dran gemacht und dann wurdest du anhand dieses Sitzes hier bzw. anhand dieser Vorrichtung gezogen. So, und bevor das hier noch komplett weiter regnet, würde ich sagen, gucken wir auf jeden Fall noch mal eben den roten Bauanhänger an, vorausgesetzt, ich komme da mit meinen Turnschuhen hin. Oh, scheiße, was ist das hier schlickig? Das ist schon fast wie so ein bisschen Moos hier. Jetzt hab ich wirklich nasse Füße, Leute. Boah. Also das ist wirklich keine gute Idee gewesen, jetzt hier heute Sportschuhe anzuziehen. Ich hätte aber tatsächlich auch nicht damit gerechnet, dass heute so ein Scheißwetter ist. Eieiei, was ist das denn hier? Da ist ja das blanke Chaos drin ausgebrochen. Guckt euch das mal an. Okay, das sieht irgendwie schon merkwürdig aus. Vielleicht war das so ein Wagen, wenn sie mal irgendwo auf einer Messe war oder sowas, verkaufen wollte, dass sie hier drin schlafen konnte. Guck mal, kleiner Tisch hier, beziehungsweise hier, kleiner Tisch. Murmeln, was ist denn da alles drin? Briefe? Was sind das hier, Lexikas da hinten? Englisch mit BBC. Das hat doch irgendwas mit den Pferden auf sich, oder nicht? Guck mal hier, großer Generalatlas 2007, 2008. Und hier, also sieht wirklich für mich so ein bisschen so aus, als wenn das irgendwie als Wohnwagen genutzt wurde. So, now we are going inside the house. Ich wollte auch mal kurz einmal ein bisschen Englisch sprechen. Alter Schwede, was ist hier für ein Chaos, Leute? Chaos links. Chaos geradeaus. Und Chaos hier. Ich weiß gar nicht, wo wir hier anfangen sollen. Guckt euch das mal an. Scheint ja irgendwie, weiß nicht, ist das Wohnzimmer gewesen? Küche? Oh, keine Ahnung. Was ist das denn, ey? Alles voller Unterlagen hier auf dem Boden. Ich vermute auch vielleicht, das war irgendwie so eine Art Schlafzimmer, würde ich fast schon sagen. Hier haben wir nämlich ein Bett stehen. Da vorne, das sieht aus wie so eine Tafel aus der Schule hier irgendwie. Kleine Garderobe. Eieiei, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Da fehlen mir wirklich tatsächlich so ein bisschen die Worte. Auch überall Pappe hier auf dem Boden. Guck mal, so original eingepackte Tischdecken. Was soll man damit noch, wenn das hier alles rumliegt? Ja, und das ist doch, das, also hier auf der rechten Seite, wenn man das so sieht, denkt man, das ist irgendwie stammt aus der Küche. Was hier auf jeden Fall ziemlich auffällig ist, dass hier überall wieder Spinnweben sind, dass die Fenster schon ganz, 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 ganz viele Jahre nicht mehr geöffnet worden sein können. Sieht auf jeden Fall wieder super legendär aus. Ja, und hier haben wir diesen, ich wollte gerade sagen, alten Fotokopierer, aber ich würde sagen, so alt ist der tatsächlich noch gar nicht. Und guck mal, hier von diesem Zimmer aus geht es dann in so ein, ich würde schon fast sagen, in so eine Art Scheune, beziehungsweise in so eine Art Schuppen, beziehungsweise Garage. Guck mal, das ist so merkwürdig alles aufgeteilt hier. Weil da hing wahrscheinlich mal Werkzeug. Der Kasten hängt hier auch schon auf 7:30. Ja, und was war das hier mal? Das ist ja alles irgendwie sehr skurril, oder? Ich weiß es nicht. Naja, Garage wird es nicht sein. Scheune, Schuppen, wie auch immer man das Ganze nehmen mag. Und hier kommt man tatsächlich auch in die Ställe. Hier waren dann wahrscheinlich mal Pferde. Geboren 12. April 1982 von so und so aus Adelheid. Tierarzt Dr. so und so mit Telefonnummer. Guck mal hier, Zuchtgebiet kann man schon gar nicht mehr lesen. Besitzer auch nicht. Von so und so aus, von aus. Okay, sieht auf jeden Fall interessant aus. Dann wurde wahrscheinlich für jedes Pferd eine so eine Karte ja, erstellt. Und überall, das ist auch so typisch für die ganzen Pferdeställe, Vogelnester, ne, an den Decken. Leute, ist hier gerade uns noch aufgefallen, hier liegen tatsächlich Pferdeschädel. Beziehungsweise, hier liegt so ein komplettes Pferd. Und meine Vermutung ist tatsächlich so ein bisschen, dass das Pferd unter der Folie lag und abgedeckt war. Und keiner mitgekriegt hat, dass hier das Pferd vor sich hin vegetiert. Überall alles voller Knochen hier. Schädel, die Zähne, guckt euch das mal an, was für dicke Pranken das sind. Man weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall ziemlich skurril aus.
Also ich habe gerade tatsächlich den bösen Verdacht, dass hier wirklich mehrere Pferde über ganz lange Zeit abgedeckt waren, niemand das mitgekriegt hat und die Pferde hier vor sich hin vegetiert haben, vielleicht die Besitzerin schon gar nicht mehr da war, gestorben ist, wie auch immer, und die Pferde vielleicht auch zurückgelassen hat und die Pferde dann hier von irgendwem, der sie vielleicht gefunden hat, tot, abgedeckt worden sind, weil man ja nicht weiß, wohin mit den ganzen Viechern, beziehungsweise, ja natürlich weiß man wohin damit, aber auch hier in diesem Stall ist es einfach, mir fehlen die Worte. Guckt euch das mal an. Die ganzen Skelette, beziehungsweise die ganzen Knochenteile, die hier liegen. Da auch wieder so ein Mund. Hier sind noch Knochen, wo Luca steht. Alter Schwede, das ist richtig heftig. Hier der Schädel. Da vorne der Schädel. Das ist echt nicht normal. Und hier sind tatsächlich auch frische Fußspuren. Nicht von uns. Ich würde mal sagen, so Schuhgröße, was ist das? Ich bin keiner, der Spuren sichert. 45, 46, ne? Kann man ganz gut hier sehen. Da hinten der Hacken. Hier vorne das Vorderteil. Ui, mir läuft hier wirklich gerade so ein kleiner Schauer über den Rücken. Also ich habe gerade gesagt, hier ist ja so ein großes Chaos. Guck mal, hier liegt sogar Kleidung auf dem Boden. Hier haben wir dann so einen Spiegelschrank aus Omas Zeiten. War das hier mal die Küche oder was war das hier? Hier haben wir auf jeden Fall einen Backofen mit integriertem Kochfeld oben drauf. Das konnte man hochklappen, das Ganze. Das hatte meine Oma nämlich früher auch. Ja, und das, also Unterlagen, soweit das Auge reicht. Guck mal, hier sieht das zum Beispiel so aus, als wenn irgendwie, ja, Schränke zusammengestellt worden sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was am Ende hier tatsächlich passiert ist. Das würde mich immer mal interessieren, weil es ist irgendwie so komisch. Entweder hat hier wirklich jemand gelebt, der Messi war, oder es wurde durchgewühlt. Das kommt ja nicht von heute auf morgen so. Das ist ja richtig enorm, wie das hier aussieht. Guck mal, hier auch. Es gibt ja keinen Fleck auf dem Boden, wo man mal den Boden wirklich sehen kann. Und hier dann im Schrank wieder Tupperware. Leute, original eingepackte Tupperware. Ich check das nicht. Ich check das wirklich nicht. Mir fehlen die Worte. Was ich jetzt gerade gesehen habe, hier vorne ist so ein Leuchtstern. Die hatte ich früher bei mir im Kinderzimmer an der Schräge hängen. Und wenn man die eine gewisse Zeit anleuchtet, mit der Taschenlampe, dann leuchten die tatsächlich auch. Also ich würde wirklich gerne wissen, was hier abgegangen ist, Leute. Dann dieses super, super kleine Waschbecken und überall der ganze Boden voller Müll. Das ist nicht normal, das kann mir keiner erzählen. Irgendwelche Lebensmittel sind hier auf jeden Fall noch. Eieiei, das stinkt hier richtig. Sven, was sagst du denn dazu? Das ist irgendwie alles sehr komisch aufgeteilt hier, oder? Ja. Du hast ja wirklich keine freie Stelle auf dem Boden, wo du mal den Boden sehen kannst. Und das ist alles so, weiß ich nicht. Weißt du, wie es aussieht? Sieht aus wie hingestürkert, wie du sagen würdest. Ja, Vandalismus. Das ist Vandalismus hier alles? Da wird jemand gesucht haben, denke ich. Ja, gesucht nach Wertgegenständen, aber du reißt doch nicht so durcheinander, wenn du irgendwas suchst oder nicht. Sven, was ist da jetzt noch ein Raum oder was ist dahinter noch? Da ist noch ein kompletter Raum, ja. Aber dann, da ist Ende dann, oder was? Danach ist dann Ende. Also man sieht tatsächlich überall eine Dame mit Pferd. Vielleicht ist das ja sogar hier entstanden, das Bild. Und überall diese komischen neutral, was auch immer, Reiniger. Gel. Das ist wahrscheinlich für die Pferde irgendwas zum Einschmieren. Irgendwelche Pflegeutensilien hier. Guck mal, da hinten ist noch ein Kalender von 2010. So, wer meine Videos schon länger verfolgt, der weiß, dass ich ziemlich scharf auf Kühlschränke auf Lost Places bin. Man sieht hier schon so eine richtige Ekelkante. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, Leute. Entweder stinkt es ganz arg. Oh! Oh, was ist das denn? Da ist ja noch Fleisch drinne. Nee, Brötchen. Und irgendwas Eingekochtes da hinten. Oh, Alter, nee. Oh, oh, oh. Oh. Scheiße, das ist der größte Fehler. Jetzt hätte ich fast gekotzt. Das ist der größte Fehler, den mit Schwung zuzumachen. Oh. So Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Was hier jetzt im Endeffekt passiert ist, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Ziemlich komische Location. Das Wohnhaus erst recht total komisch. Beim Kühlschrank aufmachen hätte ich mich eben gerade noch fast übergeben. Ich würde sagen, ich beende das Video an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und schaut auch bei Luca und Sven vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Mittwoch zum nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.